Jo, da wäre er wieder. Es gab in der Zwischenzeit einen Hotfix, also hoffe ich mal, dass das jetzt okay ist. Wir gehen jetzt mal rückwärts. Und dann. Ja, das Problem war, dass sie jetzt das Verlangen danach hat, den Knochenhaufen zu aktivieren. Ich kann jetzt nicht sagen, du Sofa, mach du das mal. Würde sie trotzdem sagen, ich will, ich will, ich will, ich will. Und dann raufstürmen. Aber ja, gucken wir mal. Oh, sehr gut. Keine Fehlermeldung diesmal. Also anscheinend hat der Hotfix genau das gemacht. Eventuell noch andere Sachen. Weil es ist ja relativ kurz nach dem Release von dem größeren Update. Da ist es klar, dass nur so kleine Probleme da sind. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können den Dungeon jetzt weitermachen. Was? Shift-Click to reduce Torch. Control-Shift-Click to snuff out Torch. Das ist auch neu. Also für dunkle Gruppen wahrscheinlich interessant. Was soll man machen? Ja, warum nicht? Steuerung, Shift, Klick. Okay. Schreien im Hintergrund, kreischen. Es ist interessant, okay. Machen wir mal jetzt im Dunkeln weiter. Ist hier nicht mehr so viel. Ja, okay, doch. Das sind noch die 5 Räume. Schreien! Also ja, ich habe in den Kommentaren auch noch gelesen, dass die neuen Bosse und auch die neuen Klasse erst auftauchen, wenn man eine Woche voranschreitet. Das heißt, wenn wir diesen Dungeon hier durch haben, dann sollten die neuen Sachen auch auftauchen. Nee, die Bücher lassen wir mal in Ruhe. Das baut jetzt ein bisschen Stress auf, aber es sollte okay sein. Hallo. Dafür machen wir auch mehr Crits. Oh, und ich glaube, das ist neue Kampfmusik. Das ist ganz schön. Oh oh. Ja, crittet auch noch. Ist okay. Das war eine beschissene Idee mit dem Licht ausmachen. Joa, wir können gleich den verlassen. So kriegt man auch eine Woche rum. Ja, hier, Schaden. Wir müssen so schnell weg wie möglich. Gut. Du schrei die mal zusammen. Und wie einem Schreiberling richtig aufgefallen ist, wir verursachen keinen Schaden mehr mit dem Schrei. Wo hat der Schrei gestunt und einen Schadenspunkt verursacht? Was jetzt nicht viel war, aber manchmal schon recht praktisch. Mach mal hier. Du heil mal dich. Gut. Wie viel Schaden kriegst du noch? Ein. Ja, ich habe ganz vergessen, ich könnte das ja, ne, gegengiften. Beim nächsten Mal. Du schieb dich immer nach vorne. Und mach den tot. Gut. Zeug. Ich denke mal, ich kann die Fackeln jetzt wegschmeißen. Du geh nach vorne. Essen. Ich denke, 4 können wir jetzt verbraten. Haben wir noch für 2-mal Rasten. Okay, Scout. Ein leerer Raum, ein Kampfraum. Ich glaube, ich klappe die leeren Räume zuerst ab. Ist mir irgendwie wohler. So, und die Falle da ist jetzt so ein Knuppel, wie wir es vor von früher kennen, weil wir es gescoutet haben. Auch da, glaube ich, ein neuer Sound. Sehr schön. Je mehr Sounds, desto besser. Und vor allem auch je mehr Text für den Noch eine neue Falle. Was ich gerade sagen wollte, je mehr Text für den Synchronsprecher, desto besser. Weil das wurde ja doch schon ein wenig fast schon anstrengend in den letzten Folgen. Weil man kennt das halt alles. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 oder so Textpassagen. Und das verliert dann doch recht schnell an Stimmung. Deswegen, je mehr da noch zugefügt wird, desto besser. Hau. Nö.
Nö. Das. Minus 20 Dodge, weil ich heiliges was... Okay. Das sollte ich also nicht mehr machen. Stress geht übrigens noch. Der ist jetzt gerade nur so hoch wegen dem kritischen Drums of Doom. Also die Dunkelheit selber macht zwar Stress, aber nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Also scheint machbar zu sein, ohne Fackeln loszuziehen. Auch vorher ja schon, aber... Man sieht gut aus. Aber jetzt scheint es noch mehr darauf ausgelegt zu sein, dass man auch ab und an mal in die Dunkelheit geht. Das mache ich primär daran aus, dass es jetzt diese Funktion gibt, dass man die Fackel instant löschen kann. Hier war aber was mit Kräutern. Aha. Buff. Okay, 30% mehr Damage ist schick. Bei dir, naja, wobei bei dir nicht wirklich. Sobald du einmal schreist oder einmal deinen Schnetzelangriff da machst, kriegst du wieder den Debuff. Das ist total doof, ist auch nicht. Eine Karte. Ja. Mhm. Da rein und fertig. Bling. Ja, raus. Ich hätte hier eine Truhe noch mitnehmen können, aber bah. Oh, ein bisschen Gold, ein paar Ressourcen. Ein paar Helden zum Entstressen. Und das Wichtigste... Level Ups. Und eine Woche ist rum. Was? Hey, hey, warum? Das wollte ich gar nicht. Hab ich das gemacht? Ich hätte eigentlich Return Town machen wollen. Aber vielleicht werden die jetzt immer aufgedeckt. Das wäre auch garstig. So, Stress abgebaut, Stress abgebaut, Stress abgebaut. Level Up. Defeat the Brigand 8 Pounder. Ikoate Flash und Sonorous Prophet. Ah, also ja, es gibt drei neue Bosse. Und für jede Klasse jetzt immer noch das auf Level 6 bringen. Ja, gut. Erstmal entstressen, würde ich sagen. So kann ich hier nach Stress sortieren, ne? Aha. Du trink, du darfst nicht trinken, du trink. Bei dich lohnt sich nicht. Zing, zing. Ich will das weg-xen. Und das Ranzoomen haben sie auch ein bisschen verändert. Also ich glaube schon, dass sich die Kamera auf das Gebäude kurz zubewegt hatte, wenn man draufgeklickt hat. Aber nicht so extrem wie jetzt. Also der Zoom-Faktor ist mehr. Hat was. Was können wir hier machen? Improves Prayer. Improves Flagellation. Ja, warum nicht? So, jetzt zeigt mir... Achso, zeigt mir einen neuen Helden. Nein! Jetzt habe ich schon so viele, es sind trotzdem keine neuen dabei. Schade. Noch irgendwas hier? Nö. Okay. So, dann zeigt mir jetzt die Bosse. Da ist ein Boss. Da ist ein Boss. Da ist ein Boss. Und es sind natürlich alles die Einser-Bosse. Irgendwelche Experimente sind dir fehlgeschlagen. Sonorous Prophet hört sich an wie jemand, der viel stunt und dergleichen. Plus 20 Stressresistenz, plus 20 Stress Heilung beim Campen, plus 30 Heilungsskills, minus 15 Damage, minus 20 Debuff-Skill-Chance. Das ist super geil. Also selbst die negativen Sachen sind eigentlich irrelevant, weil Vestal macht keinen Schaden. Oder fast keinen Schaden. Und die buffen auch nicht so wirklich viel. Ich glaube, ich nehme den hier. Das ist jetzt dieser Sonorous Prophet. Also ich stelle mir gerade irgend so einen Skelettbaden vor. Hm, gut. Dann brauchen wir jetzt kleine Helden. Sortiere mal nach Level und gehe von unten. Obwohl hier. Nehmen wir Damage. Damage. Ja, kein Heiler ist nicht gut, ne? Ja, kein Heiler ist nicht gut. Also gar kein Heiler. Wollen wir ihn totbaden? Also Bade gegen Bade. Aber du kannst nicht so viel. Stressheilung, ja, nee.
Wir nehmen einfach sehr viel Essen mit. Ja. Wir nehmen wir Quarks mit zum Schreien, also zum Stunnen. Die beiden mit zum Schaden machen. Und ihn hier hinten, um überall Schaden zu machen. Du hast allerdings... Ja, Mist. Müssen wir erstmal dich ummodeln. Du bist fahrend. Geh mal jetzt zurück. Zurück. Dahin. Du brauchst... irgendwas, was du von hinten benutzen kannst. Flashbangs, ja. Finishing geht leider nur von den drei vorderen. Hook and Slice. Ranged. Ist aber Blutungsschaden primär. Und wenn der Prophet wirklich ein Skelett ist, dann... Was mit dir? Zum einen nur Level 1, was schade ist. Okay, warte. Du mach mal... den weg und den dafür hin. Und wir hoffen einfach, dass es kein Skelett ist. Achso, die anderen nochmal aufstufen, falls noch was zum Aufstufen ist. So. Das ist die einfachste Art aufzustufen. Ne? Wir haben es ja. So, Embark. Du. So, nochmal das Ganze. Du. 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 Ausrüstung. Wir hatten was Klassen. Oh, was können wir jetzt machen? Unequip all trinkets. Sort by character class restriction. Sort by rarity. Okay. Helion Leper. Jester. Okkultist. Highwayman. Bounty Hunter. Ah. Das kriegt dann doch mal unser Bounty Hunter. Kann ich das von hier aus öffnen? Nein. Das da. Mehr Damage, weniger Move-Skill-Chance. Ist okay. Kriegst einen tollen neuen Helm mit Stofftuch hinten dran. Ja, ist gut. So, ihr braucht euer Damage-Zeug. Das waren... Was? Book of Rage. Plus 25% Damage, falls HP unter 25 ist. Und warum blinkst du? Sehr kurios. Aber ja, das haben sie wohl verändert. Plus 10% Damage, die können wir schon mal mitnehmen. Damage versus Beast. Bleed Resist. 35% Damage versus Unholy. Ich hoffe, das ist okay soweit. Ja, also zum einen hoffen wir jetzt, dass es ein Untoter, also ein Skelett. Ne, wir hoffen, dass es ein Untoter ist und kein Skelett. Das wäre super. So, das wäre der eine. Der andere hat gar nichts. Warte mal, ich glaube, die Guten haben hier was. Wie können wir... Unequip all trinkets. Also wirklich alle. Alle. Also jetzt müssen wir sie anlegen. Sortier bei Klasse. Such den komischen Hut. Komischer Hut. Kralle. Kann ich von hier aus equippen? Ja, gut. Dann kriegst du jetzt wieder... Warum hast du so viele von den Büchern? Die sind alle jetzt Mist. Das ist doch... Human, nein. Weniger Schaden, nein. Weniger Essensverbrauch. Da ist der zweite. So, Sofa. Du kriegst den zweiten Damage. Dann kriegt einer von euch den Ring. Und der andere kriegt... Beast, nein. Humans, nein. Ja, das war's. Wir haben jetzt keinen zweiten tollen.
Schadensverursacher. Ja. Torches below, nein. Okay, dann machen wir das so. Du bekommst jetzt den Umhang hier. Damit du noch mehr ausweichen kannst. Und wir tauschen eure Reihenfolge. Damit der mit dem Umhang vorne ist, weil, ne, zweiter Platz. So, du hattest tolles Barbarenzeug, das weiß ich. Helion. Oh, nur im Dunkeln. Okay. Bossfight im Dunkeln. Weiß ja nicht. Nimm lieber Blutung, nee. Mehr Stressresistenz, nee. Mehr Max HP. Gut. Provisions. Nimm bitte mit. Das ist beim Skelettgebiet oben. Nimm bitte ganz, ganz viel Essen mit. Damit wir beim Boss auf jeden Fall mit voll HP ankommen. Ist ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht, aber hey, wir haben's. So, hat mal eben 10.000 oder so gekostet. Yay. Haben wir denn alles? Machen wir eine Schaufel mit. Und mehr davon, damit wir sie im Kampf auch nutzen können. Jo, gut. Embark. Excavations beneath the manor were well underway, when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world.